Den Navigator verwenden. Der Navigator zeigt alle Objekte an, die in einem Dokument enthalten sind. Er bietet eine sehr komfortable Methode, durch ein Objekt zu navigieren und Einträge darin zu finden. Die Navigator-Schaltfläche befindet sich in der Standard-Symbolleiste. Das wäre diese. Sie können den Navigator aber auch über Bearbeiten, Navigator anzeigen. Oder noch schneller, indem Sie die Funktionstaste F5 drücken. Der Navigator zeigt listenmäßig geordnet Überschriften, Tabellen, Textrahmen, Grafiken, Lesezeichen und andere Einträge an. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um den Inhalt einer Liste anzuzeigen. Wenn Sie nur den Inhalt einer bestimmten Kategorie sehen möchten, markieren Sie die Kategorie und klicken dann auf das Symbol Inhaltsansicht. Der Navigator hilft Ihnen, Objekte schnell zu erreichen. Ein Doppelklick auf ein Objekt im Navigator bringt Sie direkt an die Position des Objekts im Dokument. Kapitel mit dem Navigator anordnen. Sie können in einem Dokument mit dem Navigator ganze Kapitel anordnen oder auch nur Überschriften auf eine andere Ebene verschieben. Klicken Sie auf das Inhaltsansicht-Symbol, um die Liste der Überschriften aufzuklappen. Klicken Sie auf die in Frage kommende Überschrift und klicken dann auf eine der Schaltflächen. Kapitel hoch, Kapitel runter. Oder Ebene hoch, Ebene senken. Ciao und viel Glück!